Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Raft mit Barfox und Helzig. Hi, hi. So, wir haben unser Schiffchen schon ein kleines Stück umgebaut. Was heißt ein kleines Stück? Eigentlich ein ziemlich großes Stück sogar schon. Helzig ist mir schon fast an die Gurgel gesprungen. Nur ein bisschen. So, aber wir sind auf großer Fahrt. Ihr seht schon, wir haben einen Motorraum. Also so ein richtig schönes Motordeck. Wie nennt sich das richtig? Maschinendeck. So, wir haben hier unser Steuer vorne positioniert. Das muss natürlich alles zugebaut werden, klar. Dann haben wir unseren Anker hier. Da kommt nachher noch ein Zaun rum, dass man dann nicht runterplumpst. Und so weiter und so weiter. Und jetzt wollen wir uns einfach in den Strom setzen, damit wir erstmal wieder ordentlich einsammeln können. So, dann gucken wir hier eigentlich irgendwo durch. Dann müssen hier natürlich noch Treppen runter. Und dann ist ein Problem, die Hebel hier, die waren früher mal länger. Die hat man oben durchgesehen, wenn man ein halbes Deck hatte. Das sieht man jetzt leider nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, wie ich das am besten mache. Weil ich möchte da gerne ein halbes Deck, so eine Gangway haben, in der Höhe wie jetzt hier, die dann praktisch da durchführt. Also muss man sich merken, in welcher Richtung die Motoren eingestellt sind, damit man da keinen Fehler macht. Und ihr seht schon, wir haben auch schon aufgetrumpft. Wir haben jetzt also schon einen Viertakter. Also das heißt gerade Viertakter. Wir haben vier Dampfräder, die dann in Vorbereitung für das große Ganze nachher schon dastehen. Und es ist sogar genug Platz, um theoretisch dann nochmal zwei hinzusetzen. Wenn man sie dann benötigt, dann würde man den Anker einfach eins nach vorne versetzen. Ansonsten haben wir unten die Fläche gar nicht groß verändert. Es ist also alles so geblieben. Bis auf, dass in der Mitte halt keine Netze sind. Die werde ich jetzt aber gleich noch setzen. Sofern ich denn was gegessen habe. Glücklicherweise hatte ich mir schon was vom Grill genommen. Das Ticklein ist schon so die ganze Zeit fleißig am Angeln und am Kochen und so, damit ich auch versorgt bin, während ich hier am Bauen bin. Wir hatten mir natürlich auch fleißig geholfen schon beim Bauen. Und ihr seht schon, sie liefert auch gut Essen nach hier, also auch gut Makrelen nach. So. Und jetzt müssen wir aber erstmal Holz sammeln. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Haben wir eigentlich unsere Kisten hier unten gar nicht hingestellt? Wollten wir die nicht hier hinstellen? Standen die hier nicht sogar schon? Nein. Die blauen kleinen Kisten hatten wir doch nicht hingestellt. Ach, da unten stehen sie. Die können wir jetzt eine Etage höher nehmen, fällt mir gerade auf. Das passt, glaube ich, ganz gut dann. Die nehmen wir eine Etage höher, die guten Stücke. Das sind dann die beiden Versorgungskisten. Die zweite fehlt aber. Habe ich gerade abgenommen. Ah, okay. Stellst du eins höher einfach hin. Und dann kommen da erstmal die restlichen Gerätschaften plus dem Honig rein. Genau. So. Wunderbar. Ja, jetzt brauchen wir, wie gesagt, Holz. Das ist uns nämlich tatsächlich ausgegangen. Was aber zu erwarten war, wir haben ja sehr, sehr viel gebaut. Jetzt ist die Frage, die Netze müssten wir eigentlich hier in diese Reihe bringen. Unter den Anker wäre, glaube ich, die günstigste Variante. Später werden wir dann wahrscheinlich sogar die Netze alle nach vorne holen. Das müssen wir mal gucken. Da wir jetzt ja direkt reinsteuern können. Aber im Moment geht uns halt zu viel abhanden dadurch, wenn hier keine Netze sind. Und deswegen werde ich die jetzt hier mal wieder setzen. Werde mich jetzt hier wieder setzen und werde die wieder setzen. Ich hoffe, der Anker plumpst jetzt nicht gleich ins Wasser. Aber eigentlich hat der vorher auch gehalten. Nein, der Anker ist weg. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, leider schon. Aber den kriegen wir wieder hin. Das ist nicht das Problem. Das machen wir schon. Wenn wir nichts haben, aber Materialien haben wir glücklicherweise. Also, jetzt nicht unbedingt für den Anker, aber auch für den Anker müssen wir eigentlich auch alles da haben. Muss ich bloß mal gucken, wo die anderen Netze gelandet sind. Da sind sie. Muss ich die bloß setzen. Und wenn die gesetzt sind, dann kann man auch den Anker wieder hinstellen. Weil die Netze auch Support bilden. Das jetzt fällt einfach unter dumm gelaufen. Ist halt so. Dumm gelaufen? Brauchst du schon? Ein Anker oder soll ich? Ich bin schon dabei. Dachte ich mir. Wir haben alles da. Ich habe jede Menge Metall ja auch durchgebraten noch und so weiter und so fort. Das Problem ist halt, dass jetzt, wie gesagt, das Holz da reingegangen ist. Und deswegen haben wir euch jetzt auch mit dazu, damit ihr das schon mal seht, was so passiert ist. Und das wird natürlich alles noch viel, viel hübscher werden. Dann wird nachher auch bemalt werden und so weiter und so fort. Das kommt alles. Oh, schön. Das Holz, das Holz, das Holz. Jede Menge Bauholz. Ich liebe es. So, da können wir nämlich auch gleich weitermachen. Wir haben jetzt hier, mein Problem hier bei dieser Stelle ist, ich wollte eigentlich
die Platte natürlich hier schon drüber setzen. Aber dann guckt da das Rad immer durch. Das finde ich irgendwie doof. Jetzt habe ich aber gerade überlegt, wenn wir da dann eventuell eine Schmiede oder irgendwas draufstellen, dann sieht man das auch nicht mehr. Also könnte man das zumachen, theoretisch. Also möglich wäre es, das überlegen. Wo soll der Anker hin? Hier wahrscheinlich. Na, da vorne, ne? Das Loch. Genau, da wo das Loch ist. Müsste ja eigentlich passen. Hobel ist hier. Ja, wunderbar. Siehst du, also ja, es bietet Support. Sehr schön. Das hat funktioniert. Machen wir erstmal hier vorne zu. Damit man nicht ständig in Gefahr ist, runter zu plumpsen. So. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht die Insel, wo wir gerade waren? Nee, das ist eine neue, weil da sind ja wieder Bäume. Okay. Das muss, also ihr seht, da hinten haben wir die Schmiede und alles schön aufgebaut. Unser Lama ist zufrieden. Das gibt schön Wolle nach und nach, aber leider viel zu wenig. Ja. So, und dann ist ja, der Gedanke war halt der, dass wir in einer Tour durchgehen. Also wir fahren jetzt schön auf die Insel zu, das passt gerade sehr super. Und wenn wir dann kurz davor sind, dann brauche ich nur noch den Anker einsetzen und dann gehe ich hier runter und schalte die Motoren ab und gut ist. Alles in einer Tour, wunderbar durch. Hinten haben wir unseren Kraftstoffbehälter und der Biodiesel läuft in einer Tour durch. Wir sind angekommen. 3, 2, 1, Anker werfen. Zack, stehen wir direkt davor. Können wir die Motoren ausschalten. Muss man sich natürlich merken, immer, wo die Motorenhebel sind. Aber das geht schon. Wobei, da fällt mir gerade ein, wenn wir die Motoren anmachen, dann sehen wir doch sowieso, wie rum sie sich drehen. Also ist doch jetzt egal, ob ich da diese Anzeige sehe oder nicht. Umschalten kann ich es ja ohnehin. Dann kann ich nämlich hier mein kleines Zwischendeck machen. Wenn er mich denn hier lässt. Da fehlt mir jetzt Holz für. Das ist aber nicht so schlimm. Aber kann ich dann? Ja, kann ich. Wenn ich mich ducke, geht's. Was ist das denn für eine Schuhparade da? Warum? Ich will jetzt nicht sagen, es sieht furchtbar aus, aber also es hat schon... oh, Errungenschaft freigeschaltet. Farmer. Siehst du? Wir haben gerade einen Farmer freigeschaltet. Das hat doch was. Wenn ich die hier hinsetze. Ist das nicht daran? Ja. Könnte sein, ja. Da fällt mir ein, ob die kleinen Schüchen vielleicht auch funktionieren würden als Beete für die Bienenkästen. Hast du schon ausprobiert? Da kann nichts rein. Wie kann man, konnte man da nicht, doch, da kann man auch kleine Samen reinmachen, Blumen reinmachen. Hundertprozentig. Bin mir sicher, dass ich mich daran erinnern kann, dass das so war. Auch ein schöner Satz. Bin mir sicher, dass ich mich daran erinnere. Ich habe von nichts gewusst. Könnte man auch sagen. So, mir fehlt jetzt natürlich eine Pike. Axt habe ich noch. Ich hole mal das Holz von da drüben, weil ich muss Pike bauen, damit ich den Hai töten kann. Fertig. Ja, dir ist klar, dass das alles wieder weg muss. Nein, muss es nicht. Doch, muss es. Nein. Doch, muss es. Nein. Es sieht furchtbar aus. Ist mir egal. Wir verteilen ihn nachher schön in den Häusern und so. Das ist alles kein Thema. Können wir alles machen. Kommst du hier da Blümchen ernten? Oder soll ich das alles machen schnell? Kann ich auch machen, ist kein Thema. Nein! Dachte ich mir, dass du dich darüber freust, Blümchen zu ernten. Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeguckt. Wir hatten zwar keine Kommentare von euch bekommen, aber bevor wir dann doch nochmal irgendwann Kommentare von euch bekommen, habe ich festgestellt, dass die Tauchsachen natürlich nur dann wirklich benutzt werden, wenn man auch taucht. Also sie verlieren nicht an Haltbarkeit, wenn man an Land ist oder wenn man auch auf dem Boot hin und her rennt, sondern wirklich nur, wenn man taucht. Also müssen wir uns dahingehend keine Gedanken machen. Ha, ich habe wenigstens die Ananas oder Nase weggeklaut. Dafür habe ich 2 Wassermelonen. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ich habe sogar 2 getragen. Wow, du bist ja Dirty Dancing 2 oder was? Ui. So, essen wir erstmal eine Wassermelone. Nee, eine Ananas. No. Wie kann man denn eine nasse Ananas mit einer Wassermelone verwechseln? Ich verstehe das gar nicht. Schämen solltest du dich. Schämen sollte ich nicht. Wofür jetzt genau? Dass du das verwechselt hast. Das ist der Hai, den holen wir uns gleich. Aber erst muss ich mir, wie gesagt, erstmal einen neuen Pika bauen. A hat das mit dem Nachschub so ein bisschen nachgelassen. Ey. Muss man ehrlich sagen. Ey. Nein, alles gut. Ich würde ja jetzt sagen, was ist denn hier wichtiger? Das ist eine gute Frage. Ja. Die ich so nicht beantworten kann. Siehst du? Ach, da geht's ja hoch. Ich habe vergessen, wo die Treppe war. Auch gut.
So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier was drin ist. Hier sind Steine drin. Okay. Hier ist Plastik drin. Alter, was ist denn hier los? Warum liegt denn jetzt das Jelly bei dem Plastik? Hm, ist egal. Das räumen wir dann später wieder alles auf. Es muss alles wieder aufgeräumt werden. Ja. Wir haben so viel Gewusel jetzt hier drin, weil wir die ganzen Kisten halt umstellen mussten auf die Schnelle. Wo war denn das fertige Zeug? Unten, ne? Nägel und so, die waren ja hier unten. Ah, da sind sie. So, warte mal, was brauchen wir jetzt? Ja, eine neue Weipen. Ein Metall machen und einen Bolzen. Haben wir noch Bolzen? Stellen wir gleich mal wieder zwei her. Damit es da keinen Mangel gibt. So, Haken haben wir noch. Ein bisschen was gegessen habe ich auch. Ich könnte natürlich noch mal neues Metall anstellen, weil wir jetzt wieder ein bisschen Holz haben. Ist das nicht das Problem? Wenn das nachher alles fertig ist, dann liegen dann alle wieder an Ort und Stelle stehen. Nee, gar keine mehr? Mm-mm. Hast du die drei Angeln, die da waren, verbraucht? Ja. Wow, da müssen ja jetzt Unmengen an Fisch drin sein. Wenn ich das richtig sehe. Ein bisschen was ist da, ja. So, Axt brauche ich jetzt gerade nicht. Das kann ich noch mal sparen. Oh, ich habe auch noch Kokos, das ich essen kann. Super. Kann man eigentlich Kokosnüsse auf den Rost legen? Versuch's doch mal. Nee, geht nicht. Schade. Wäre es auch gewesen. Was mich jetzt auch ein bisschen verwundert hätte, aber möglich. So, ich habe mal den restlichen gebratenen Ei erstmal ins Ding gepackt und leg mal einen Lachs drauf. Ihr seht schon, wir müssen uns wieder von normalen Sachen erstmal ernähren. Da müssen wir erstmal die Vorräte wieder aufstocken. Aber wie gesagt, das Zicklein hat so fleißig geangelt, dass das überhaupt kein Problem darstellt. So, und jetzt schnappe ich mir wieder mal im Dunkeln. Warum im Dunkeln immer? Ich weiß nicht, warum ich das mache. Weil ihr gar nichts seht in der Zeit. Ne? Da ist er. Aber es hat auch was, wenn der auf einen zugeschwommen kommt, so im Dunkeln. Meinst du? So ein bisschen schon, ja. Ah, ich war mal wieder so frei und habe drei Angeln hergestellt. Das ist schön. Ich bin ja wieder so frei und sammeln Sachen. Das habe ich mich ablenken lassen. Der Hai hat mich erwischt. Oh mein Gott! Na komm, mein Digga. Das dürfte die letzte Runde sein. Hoffe ich mal. Nicht ewig Zeit. Da war er schon. Ich lasse das Köpfchen wieder drin. Denn im Moment sieht es ja mit Fischen und ähnlichen Dingen sehr gut aus. Ist die Frage. Baue ich jetzt hier unten ab? Aber eigentlich brauchen wir jetzt Metalle und so erstmal nicht so sehr dringend. Ne? Theoretisch müssten wir weiterfahren. Weiter Holz sammeln. Ja. Deswegen waren wir ja eigentlich hier. Genau das werden wir auch machen. Genau. Ich brauche noch irgendwie noch einen anderen Aufstieg, außer den hier. Sieht ja aus. So, jetzt können wir aber hier erstmal die Treppe hinsetzen wieder. Die ja eigentlich schon standend. Die habe ich nur wieder abgenommen. Habe ich Schrott? Habe ich Schrott? Ich habe keinen Schrott, ich brauche Nägel. Die Nägel sind ja fertig da. Ist ja nicht. Hat man auch den Ei weg. Dass das Ding dann denkt, ich tue hier nichts. Denkst ja sowieso, aber davon ab. Eine Treppe. Da fehlt noch das eine Brett. Mitten dazwischen. Das geht natürlich gar nicht. So. Und jetzt die letzte Treppe. Och, da kommt da gar keine Treppe hin, du Dödel. So, dann seht ihr schon hier. Ja, aber hoch, dann geht das ab hier. Mit wie die wilde Katze. So, jetzt müssen wir rückwärts fahren. Das heißt, Richtung ändern. Richtung ändern. Motor an. Motor an. Anker einholen. Und ab geht die wilde Fahrt. Das ist nur die zwei? Also wir fahren nur mit zwei Motoren. Wir brauchen jetzt nicht alle benutzen. Das verbraucht ja nur Sprit unnötig. Wir müssen ja ein bisschen umweltbewusst denken. Immer noch wieder mal.
habe übrigens mit Absicht jetzt gerade den Pieper nicht zu stehen, also unseren Signal. Hab schon. Hast du schon Richtung geändert? Oh, das geht aber hier. Guckt euch das an, wie schön das ist. Wenn das nachher alles fertig ist, oh, ich freue mich schon so. Also hier kommt jetzt praktisch nochmal ein Deck drauf, das nochmal breiter wird. Und das hier wird das Arbeitsdeck, wenn man so will. Also hier werden die ganzen Schmieden und alles hingestellt und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir konnten auch schon wieder ein bisschen was einsammeln. Oder hattest du das schon alles? Ich habe schon eingesammelt. Ach, schon eingesammelt. Sie hat schon eingesammelt. Das Holz ist weg. Auf Felix und zugenäht. Ist das auch in der Kiste gelandet? Ja, natürlich. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Sag's nicht. Ja, zumindest nicht laut. Achso. Okay, 20 Mal, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, immerhin. Das heißt nichts. Ja. Da kann man schon wieder was mitmachen, so ist nicht. Da können wir hier nämlich mal jetzt die Seite zumachen und dann können wir uns das Ganze mal angucken. Wenn wir dann da nachher die Schmieden draufstellen oder Kisten draufstellen oder irgendwas, dann passt das schon, denke ich mal. Ja, das geht schon. Also ich angel in der Weile mal wieder weiter. Angel derweil. Mach ganz ruhig. Halt vor dich hin. Ich bringe uns jetzt nur in den Strom und ich würde sagen, wir machen dann sogar den. Wollen wir die Motor ausmachen? Ich will auch die Motoren ausmachen, ja. Wir können mal gucken, wie viel Biodiesel wir verbraucht haben. Oh ja, das sieht aber gut aus. Schon wieder welcher fertig. Mm-mm. Benötigt Rohkost. Ja, kriegst du gleich. Benötigt Honig. Das können wir machen. Das ist ja alles da. Wir haben es ja alles. So ist ja nicht. Apropos, ich sag gerade, das haben wir alles da. Dann brauchen wir doch bald wieder Bienenwarm. Glaube ich. Hä? Da ist eine große Insel. Was ist das denn für ein Ding? Das sieht ja mal komisch aus. Da müssen wir ja mal an. Was denn? Nee, ist das vielleicht unsere Insel? Nein, das ist nicht bei Boa Island, falls du das meinst. Nein, das ist die nächste, wenn dann. Nee, glaube ich nicht. Das wäre ein ziemlich großer Zufall, wenn wir wirklich in die Richtung gesteuert hätten. Vielleicht so, wie es ist. Fahren wir jetzt mal hin. Scheinwerfer fehlen uns noch. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ja, aber cool, wenn es welche geben würde. Sieht aber spannend aus hier. Sieht ja mit trockenen Bäumen drauf. Das könnte eine Schweineinsel sein. Könnte. Wenn ich gesagt, dass eine ist. Aber gesagt, die Sonne geht auf. Ja, das passt da super. Auf jeden Fall ist da wieder was gebaut. Mit einer kleinen Brücke und so. Mhm. Finde ich gut. Da gibt es vielleicht ein zweites Lama. Das wäre gut. Das wäre gut. Ein zweites Lama. Wir brauchen nämlich viel mehr Maul, haben wir festgestellt. Auf jeden Fall ist da ein Dings. So ein komisches Huhn. Wir brauchen mehr Schmutz. Mehr Dreck, ja. Bestimmt, ja. Ja, mehr Gras, meinst du? Mhm. Und zack. Haha, guckt euch das an, wie sie da steht, ja. Das ist schon der richtige. Ja, was bist du denn? Ja. Wir sind aber dicht genug dran, fällt mir gerade auf. Vielleicht treiben wir automatisch in die Richtung. Ach, sehr gut. Treiben wir automatisch in die Richtung. Sehr, sehr schön. So. Unser Maschinist, wollte ich natürlich sagen. Nur nicht drauf gucken, ob das schwere Wort. So, ich habe noch Samen bei. Ich habe noch Samen bei. Keine Aufforderung. Achso, stimmt, die waren hier drüben. Vergessen wir, dass wir hier drüben auch das Seile haben. Seile, ja. Also, im Endeffekt, ja. So, wo haben wir denn unseren... Das ist unten der Kupfer. Ja, der Kupfer, das Kupfer. Ich bin runtergefallen, will aber nicht runterfallen. Ihr seht schon, das Eisen ist hier die ganze Zeit in der Schmelze. Im Durchlaufen. Weil man davon wirklich Matten braucht. Später zumindest. Im Moment sieht ziemlich gut bei uns aus, was das angeht. So, ich muss das trinken, muss das essen und dann können wir an Land gehen. Alles noch einpacken. Na, Lama, du kannst vielleicht gleich einen Partner haben. Wollen wir mal sehen. Gucken wir uns das da an. Ey, keine falschen Hoffnungen hier. Ich habe jetzt nicht mit dir geredet. Ich habe mit dem Lama schon gesprochen. Ja, ja. Macht die Sache nicht besser. Dann ist ja gut. Warum füllst du eigentlich die Becken nicht nach? Habe ich doch. Ach so. Bist du extra hochgelaufen? Zum Nachfüllen oder was? Ich dich hier unten gar nicht gesehen habe eben. So, dann brauchen wir auf jeden Fall unser Werkzeug. Alles, was wir so finden können. Eine Axt nehmen wir mit. Hammer brauchen wir jetzt nicht. Schippe nehmen wir auf jeden Fall mit.
Machete nehme ich auch mit, zur Sicherheit. Ich habe meinen Speer. Hast du den Bienenfänger? Nee, wa? Nee. Nee, der ist hier. Möchtest du mal mit der Kanone schießen? Ja, nein, vielleicht. Wo ist der Kanister dazu? Das ist eine gute Frage. Wo der gelandet ist, ist wieder fraglich. Haben müssten wir aber eigentlich noch einen, ne? Ein Netzkanister. Naja, ich hatte zwei hergestellt. Und du hast zweimal auf das Lama geschossen, oder? Na, ich habe einen verschossen. Stimmt, für das Schwein. Ich hatte auch versucht, das Schwein zu fangen. Ach, je. Haben wir da noch Sprengpulver? Ich hoffe doch mal. Ansonsten müsste ich mal tauchen. Hier wird es wieder recht geben. Da unten in der Kiste ist der Sprengpulver, wenn dann. Ja, das interessiert mich gerade gar nicht. So. Ich brauche erst die Seile dafür. Also Sprengpulver haben wir hier dreimal. Also soll ich dir die Kanone dann reinpacken hier? Dann kannst du mit der Kanone schießen mal. Dann gucken wir uns das nämlich mal an. Das kriegt die Zicklein schon hin, da bin ich mir ganz sicher. Wollen wir uns so ein Hühnchen da fangen, dann kriegen wir endlich mal Eier. Das kann mit beim Lama drin sitzen, soweit ich weiß. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Drei Netzkanister habe ich jetzt hergestellt. Ich habe festgestellt, ich habe nichts zu essen. Ich habe mir mal den Lachs gemopst. Ja, das war... Eigentlich deiner, ne? Nein. Ach, war es sowieso meiner? Ja. Dann ist ja gut. Ich dachte, das wäre deiner gewesen. Nein, das war so Sinn der Sache, dass du den... Übertreib's jetzt mal richtig. Einmal so richtig voll. Das ist im Get-No. Hauen wir gleich noch wieder was drauf, damit das Zeug dann her, wenn von einer Landtour wiederkommt, was... Ja. ...zu essen hat. Gibt's Ärger. Ah, da muss noch Holz drauf. Guck mal eben noch ein bisschen Holz. Darf ich dich einnetzen? Das würde ich nicht machen, das wäre sehr verschwenderisch. Also gerne mich pieken und alles andere, aber einnetzen, das würde ich doch nicht empfehlen wollen. So, und dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Erde finden. Hast du eine Schaufel bei? Ich habe eine Schaufel bei, ja, natürlich. Natürlich, ich würde nicht sagen, wir brauchen Erde, wenn ich keine Schaufel. Da ist das Hühnchen, es kommt direkt auf dich zu. Am besten, wenn es auf... Nein, wenn es auf dich zuläuft. Verschießt doch die Munition nicht. Hast du es? Na also, rein damit ins Gatter. Kommst du ran? Warte mal, soll ich natürlich da rankommen? Wäre vielleicht besser, aber... Weil ich weiß nicht, ob das Huhn loslässt, wenn du unter Wasser bist. Mal gucken, vielleicht driften wir ja automatisch hin. Ich glaube, es sieht gut aus, oder? Reicht das schon? Ja, ne? Oh, ist es. Wir haben einen, was auch immer es ist. Warte mal, ich muss ein Foto noch machen. Nee, ja, warte, oben. Genau, wenn du es im Arm hältst. Speer aus Sand. Die fette Beute. Sie hat die fette Beute mit dem Schild dran. Ja, wir können die umbenennen. Ja, also, echt? Ja, ich cool. Hätte jetzt die Möglichkeit, das umzubenennen. Oh, cool. Wie es guckt. Vor allen Dingen ist es bei dir in der Hand ganz anders als fürs Bild jetzt so. So, da haben wir ein Küken oder ein was auch immer es ist. Ich wollte gerade sagen, wo läuft es denn lang? Tragen. Wenn du es aufhebst, ja. Hast du die Möglichkeit, dann mit Erz umzubenennen. Schnapp dir mal die Schere und nimm mal unser Lama noch mal aus dem Händler. Ich werde mir noch ein paar andere Samen da, Blumensamen. Ja. Das ist gut. Ich werde mal ein paar Pflanzen, damit unsere Bienen wieder fangen. Aber ich glaube, ich stelle vorher noch eine Vogelscheuche hin. Glaube ich, keine schlechte Idee. Also, oder kann man die reparieren eigentlich? Nee. Machen sie leider nicht. Okay. Bauen wir mal eine. Also, jetzt noch ein Lama und ich bin glücklich. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ich muss erstmal eine Vogelscheuche bauen. Wo war die? Ganz oben. Ich brauche Palmblätter, Kunststoff und Nägel. Das ist kein Thema. Das haben wir, das haben wir. Soll ich schon mal gucken gehen? Was? Lieber nicht, oder? Ja. Was denn? Wegen der Doch, kannst du schon machen, klar. Wenn du es geschossen kriegst, dann in Ordnung. Wenn du verhaust, gibt es Ärger. Danke. Nee, warte mal. Palmblätter waren ja hier irgendwo. Die Holzkiste ist natürlich leer. Drei Palmblätter und dreimal Kunststoff. Glaube ich, achso, weil ich die alte Vogelscheuche noch bei hatte. Ich hatte gewundert, warum ich jeweils nur eins brauchte. So, da steht unser Vogel. Johnny steht wieder da. Nicht zu verwechseln mit Johnny Depp. Also Bienen sind auf jeden Fall da. Das ist schön.
Ach, ich mag das, wenn der Sprengler dann seine Arbeit mal verrichtet und man sich keine Gedanken mehr darüber machen muss. Das ist so herrlich. Wir haben übrigens jetzt, wissen wir jetzt übrigens, wegen der Aufteilung des Sprenglers, ist ja klar, steht ja hier an der Seite dran, ja. Also auf einem Feld kann er stehen, das springt er mit und dann kann er also insgesamt 9 Felder besprenkeln. Und das werden wir dann natürlich später auf dem großen Hauptdeck auch entsprechend arrangieren. Ich bin sehr gespannt auf das kleine Ding hier, ob es dann tatsächlich Eier legt und vor allen Dingen, ob das Lama sich immer noch wohlfühlt mit Gesellschaft. Seilrutschwerkzeug erforderlich. Seilrutschwerkzeug? Ja, sonst können wir ja gar nicht die komplette Insel. Oh, ich glaube, dazu müssen wir erst zur nächsten Insel. Also zum nächsten Ziel. Schwein. Ich komme. Wo bist du denn überhaupt? Bin ich schon oben oder was? Hochgelaufen? Ja. Du musst mir schon eine Antwort geben. Das kann ich ja nicht zu dir kommen. Meine Güte. Ich wollte das alles in Ruhe zeigen hier. Wie kannst du doch gleich. So viele Bäume. Au, was waren das? Das waren die Bienen. Auch schon wieder. Ich muss erst die Bienen fangen. Gibt alles nichts. Der hier. Also. Endlich. Bienen sind im Sack, könnte man sagen. Was ist denn? Noch mehr da oben? Da habe ich dich bloß nicht gesehen eben. Ich habe mich gerade mit dem Schwein angelegt. Ja, das weiß ich. Aber wo? Oh, Schwein. Sag ich doch. Voll daneben gerannt. Komm her, du Schwein. Oh. Ein Schwein weniger. Das ist echt schade, dass sie nur Leder geben, ne? Ein bisschen Fleisch hätte ich mir von denen schon erhofft. Kann man den fällen? Nö. Heilrutschwerkzeug. Ja, da müssen wir wohl erst zur nächsten Insel abzwischen. Da oben irgendwas? Nee. Nö, hier waren nur 2 Wassermelonen. Da drüben wäre aber noch Zeugs. Möglich. Das wir jetzt leider nicht holen können. Das wird ja einen Grund dafür geben. Heilrutschwerkzeug erforderlich. Wie hast du das gesehen? Ich bin an die Leine gegangen. Okay, und bei der Leine nach oben auch? Ah, nee, wir müssten wahrscheinlich erst da runter und dann außen rum lang, um hochzukommen. Das kann sein, ja. Naja, gut, dann wissen wir Bescheid, dass wir zur nächsten auf jeden Fall jetzt langsam hin müssen. Das werden wir dann in der nächsten Folge auch in Angriff nehmen, denn jetzt habe ich ja meinen Bauplan. Das heißt, ich weiß jetzt, wie ich bauen will. Das war ja so mein größtes Problem, dass ich erstmal hin und her überlegt habe. Und das heißt, wir können während wir fahren dann auch schön weiter ausbauen. So wie wir uns das eigentlich gedacht hatten. Ich habe keine Axt mitgenommen. Warum nicht? Hast du eine Axt bei? Ja. Sehr schön. Hier unten stehen nämlich noch ein paar Bäume. Bäume. Mangobäume, glaube ich. Ich finde es aber auch schade, dass man die Kakteen nicht ernten kann. Aber ist nicht zu ändern, ne? Kann man nichts machen dran. Nicht. So, aber ich muss hier auf jeden Fall noch tauchen. Das werde ich allerdings machen, während wir offscreen sind. Da gibt es ja jetzt nicht so viel Besonderes. Aber Lama war auf jeden Fall schon mal nicht da. Nee. Der Hai ist dafür schon wieder da. Ich muss was trinken. Und dann erstmal das ganze Zeug wieder wegpacken, was ich hier bekommen habe. Aber mir fällt gerade mal so auf, jetzt hat jeder von uns beiden einen Schuss versemmelt. Ja, das passt schon. Naja, du hast den Schuss ja eigentlich nur deshalb versemmelt, weil du das noch nicht gemacht hast und es in dem Moment nicht besser wusstest. Blöde Möwe! Hat eine Blume geklaut, das Aas. Ja. Das nervt. Ja. Wir haben auch keine neuen Blumen gefunden. Wir brauchen Blumensamen mehr. Das finde ich auch. Ich weiß gar nicht, wenn man die erntet, kriegt man auch Samen, ne? Also wir sollten sie dann doch ernten. Ich habe schon gewässert hier, das braucht frisches Wasser. Habe ich doch gerade getroffen. Da liegt ein Ei. Ach, da so. In der Ecke liegt ein Ei. Ein Ei, wir haben Ei. Oh, dreh dich um. Da liegt ein Ei. Ich habe ein Ei aufgenommen. Jetzt können wir endlich unser Ei erforschen. Also, okay. Ja, gut. Das habt ihr jetzt mal nicht so verstanden, wie ich es gesagt habe. Jetzt können wir endlich das Ei erforschen, um dann Heilsalbe herzustellen. Genau. Wir können endlich, ich habe es ja gesagt, ein Ei erforschen. So. Und das zum Ende der Folge. Das passt doch. Sogar noch richtig in die Zeit. Zack. Damit haben wir, was haben wir, die kleine Heilsalbe und die große Heilsalbe? Oder was ist das? Seltsam. Ich nehme mal an, dass man mit der einen ein bisschen mehr bekommt. Und damit dürften wir eigentlich alles gelernt haben. Zumindest die Sachen, die wir bis jetzt schon lernen konnten, ja. Jetzt fehlen uns halt natürlich Eier, ist ja ganz klar. Dann werden wir auf jeden Fall den nächsten Eisabe herstellen. Was ist mit dem Lama? Ist schon wieder so befällt.
Ja, du hast gesagt, du willst viel Lama-Wolle haben, also? Nee, ich habe gesagt, wir brauchen viel Lama-Wolle. Ja, dann musst du es auch pflücken. Ja, ja. Muss ich sie pflücken, stimmt's? Hab ich doch recht. So. Gott, oh Gott. Da kommt das ganze Leder, sag mal. Wir hatten da so ein paar Inseln mit so ein paar Bären und Wildschweinen. Schade, dass wir nicht genug Blumen haben. Wo kommt denn der Honig rein? Also die Bienengläser, wo kommen die denn jetzt rein? Die Bienengläser waren noch in der anderen Kiste auf der anderen Seite. Echt, beim Leder? Da sind 20 Bienengläser drin. Wir können bald wieder einen Bienenstock bauen. Ach, hier ist ja schon viermal Wolle drin. Pass mal auf, die Lampen nehme ich mal hier raus. Die passen ja gar nicht dazu. Auch das passt da nicht richtig rein. Das kommt lieber hier drüben rein. Ich glaube, das ist sinnvoller. Zack, zack, zack. So, dann haben wir noch Glas, also noch fertige Sachen. Die kommen wieder nach unten. Gott, wenn hier erstmal Ordnung herrscht. Lass uns mal alles fertig haben. So, Bienenwarm habe ich noch, Samen habe ich noch. Ich weiß gar nicht. Gut, mit dem ganzen Zeug. Rezept, das Rezept hat man aber schon. Hat man noch irgendwo eine Rezeptkiste? Ja, ne? Hier. Da legst du dir deine Sachen rein. Ne, das war ich. Ich hab mich schon gewundert, wo die alle sind. So ein Held. Ich wollte gerade sagen, ich war das nicht. So, da kommt es rein. Zack, zack, zack. Den Haken brauche ich gleich, weil ich ja noch tauchen muss. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge auch schon. Ihr seht, hier ist jetzt tatsächlich ein bisschen Action. Also wir müssen tatsächlich jetzt dranhalten. Und das Schiff nimmt langsam die Gestalt an, die es nachher später auch haben soll. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr machen könnt. Alles klar, bis dahin, ciao. Tschüss.